Murat Yakin, bald startet der Knaller an. Italien gegen Schweiz. Im Vorfeld würden wir gerne deine Präferenzen wissen zwischen Italien und der Schweiz. Fangen wir gerade an, weil wir da im Newsroom vom Blick sind. Was hast du lieber? Der Gazzetta dello Sport oder der Blick? Ja, also mich begleitet natürlich Blick seit über knapp 30 Jahren. Also von dem her habe ich schon mehr Bezug zum Blick. Dann Roberto Baggio oder Kubilay Türkinov? Also es geht absolut der Punkt für den Kubi, für den Freund von mir. Und deswegen meine Stimme für den Kubi. Gianluigi Buffon oder Pascal Zubi Zuberbühler? Auch hier klarer Punkt für den Zubi. Mit den super schönen Erfolgen dürfen feiern mit der Nazi und mit dem FCB, auch GC. Also klarer Punkt auch für den Zubi. San Siro oder St. Jakob Park? Ja, das Jockel ist wie mein Zuhause und deswegen auch hier ein klarer Punkt für das Jockeli. Adriano Celentano oder Emil Steinberger? Da würde ich gerne einen Joker nehmen, weil ich doch beide sehr schätze. Emil, der in der Schweiz ein grosser Künstler, aber auch der Celentano, ein grosser Sänger, Schauspieler. Also da würde ich gerne einen Joker nehmen. Gut, Eros Ramazzotti oder der Baschi? Als Basler muss ich natürlich gerne für den Baschi einen Punkt geben. Und wenn wir beim Ramazzotti sind, dann kommen wir zu dem Michel Hunziker. Paolo Ferrari, grosse italienische Moderatorin, oder Michel Hunziker? Da habe ich keinen Bezug zu der Paola. Michel, absolut. Sie ist eine Ikone im Schweizer Fernsehen, also sieht gut aus und moderiert unterhaltsame Sendungen. Bud Spencer, Beat Schlatter. Ui, ja, da bin ich ein bisschen Zwickmühle. Beat Schlatter durfte ich einen Film drehen, den ich sehr schätze. Bud Spencer in meiner Jugendzeit, wo ich fast täglich jeden Film von ihm gesehen habe. Auch dort würde ich gerne einen Joker nehmen. Monica Bellucci oder Melanie Weniger? Ja, Melanie kenne ich gut. Sie polarisiert in der Schweiz und deswegen ein klarer Punkt für sie. Spaghetti Carbonara oder Kackerts mit Hörnli? Kackerts Hörnli, absolut. Mit ein bisschen Äpfelmus dazu. Das ist eines meiner Lieblingsgerichte. Und dann Pizza oder Fondue? Beides sehr gern. Vermeiden mittlerweile beides. Also von dem her ein Joker. Gut, dann ein gutes italienisches Bier wie Moretti oder einfach ein Feldschlössli? Ja, absolut ein Feldschlössli. Basel, ja, das gehört dazu. Und, zwischendurch könnte man sich auch mal ein feines Bier haben. Gut, aber beim Wein ist deine Stimme Italien? Ja, definitiv. Und einfach, wo bist du lieber, am Strand oder in den Bergen? Rimini oder St. Moritz? Ich muss ehrlich sagen, es hat beides seine Reiz. Wenn ich jetzt müsste entscheiden, lieber in den Bergen. Das ist sehr eindrücklich, für mich unglaublich beruhigend. Auch ein bisschen, nicht nur wenn es Schnee drauf hat, auch einen Spaziergang machen, wenn du wirklich die Berge kannst in der Natur, wenn es auch mal grün ist, genießen. Die ganze Jugendzeit neben dem Fußball auf der Ski gestanden. Also, das ist ein weiterer Hobby, würde ich so sagen. Bormio oder Lauberhorn? Ja, absolut Lauberhorn. Das Rennen haben wir dürfen live miterleben, also nicht auf der Piste, also als Zuschauer. Und absolut gigantisch die Strecke. Dann als Kind hast du sicher auch gesehen, das Duell Alberto Tomba, Birmin Zurbriggen. Ja klar, Birmin kenne ich persönlich. Auch ein leidenschaftlicher Sportler, nicht nur Skifahrer, auch Golfspieler. Auch schon meine Stiftung schon unterstützt, also ein klarer Punkt für Birmin. Petersdom in Vatikan oder das Basler Münster? Ja klar, das Basler Münster, das ist ein schöner Aussichtspunkt, Heimatgefühl. Absolut, Punkt für Münster. Gut, letzte und fiese Frage, ganz objektiv. Wer ist denn lieber, der Giorgio Chiellini oder der Murat Yakin? Dann nehme ich auch gerne den Joker, weil ich sehe ihn doch einige gemeinsame Fähigkeiten. Chiellini, den ich als Spielertyp nur von der Ferne beobachten kann, aber das, was er macht, ist sehr eindrücklich, ein Leader. Und seit kurzem auch ein glücklicher T-Shirt-Halter von Juventus. Und vielleicht gibt es auch noch eins vom italienischen Nationaltrikot, das mich natürlich sehr stolz macht.